So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Und diesmal habt ihr es verdammt nochmal übertrieben. Heute ist, lasst mal denken, Montag. So, Samstag war ich morgens mal weg und bin wiedergekommen und hatte ein Päckchen. Habe ich mich gefreut. Dann war ich ganz kurz mittags mal weg, wirklich nur eine Kleinigkeit noch zum Mittagessen besorgen, hat noch ein bisschen was gefehlt. Bin wiedergekommen und hatte ein zweites Päckchen. Bin dann in der Wald, längerer Aufenthalt, bin wiedergekommen, hatte ein drittes Päckchen. Und dem Ganzen noch nicht genug. Am Montag kam dann das vierte Päckchen. Und jetzt bin ich gerade so leicht päckchentechnisch überfordert und muss jetzt verflucht aufpassen, dass ich jetzt hier nicht völlig durcheinander komme und Sachen zueinander schmeiße, die nicht zueinander gehören. Also, folgendes. In eingegangener Reihenfolge. Oder kam ein Päckchen schon am Freitag? Das kann auch sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber gefühlt jedes Mal, wenn ich zur Tür reingekommen bin, war ein Päckchen da. So, folgendes. Ja, aber in Eingangsreihenfolge, das kriege ich noch zusammen. Das kriege ich noch zusammen. Füllmaterial. Und alles mit der Ruhe. Deswegen, ich hocke hier auch extra am Boden, damit ich genügend Platz habe, um mit dem ganzen Kram hier zu hantieren, weil dafür ist mein Tischlein zu klein. Das ist jetzt echt zu viel Zeug. Da komme ich. Immer wieder Ruhe. Also, erstmal ja, herzlichen Dank an Nummer 1. Ich versuche ja immer Namen zu vermeiden, aber es ist zumindest jemand, der aus der Heide kommt und ein längeres Brieflein geschrieben hat und wir hatten auch entsprechend kommuniziert und das mit dem Schnitzel hat auch hervorragend funktioniert. Vielen herzlichen Dank und das ist übrigens tatsächlich, Moment, ja, am Samstag, wie gesagt, heute ist Montag, in ein Schnitzel investiert worden mit dazugehörigem Getränk und hat hervorragend geschmeckt und da nochmal wirklich vielen herzlichen Dank auch dafür. Und was hast du mir noch so geschickt? Heieieiei. Im Übrigen, ach so, ja, das ist auch noch wichtig. Das ist jetzt für die anderen alle interessant. Aber ja, deinen Brief habe ich zur Kenntnis genommen und habe vor, auf dich zu hören. Also ich bin wirklich kurz davor. So ein paar Kleinigkeiten will ich noch machen, damit, das verstehe ich jetzt auch nur du, aber ist egal, damit dann auch Substanz vorhanden ist, wenn ich das dann tue, was eben jetzt dann ansteht. Und deswegen brauche ich noch ein paar Tage, aber keine vielen Wochen mehr, höchstens eine. Also zwei sind es nicht mehr. Zwei sind es bestimmt nicht mehr. Nee, also dann läuft was schief, wenn das jetzt noch so lange dauert. So, fangen wir bei den Kleinigkeiten an. Solche lustigen Getränkebeutelchen hier, weil, wie sich offensichtlich herumgesprochen hat, bin ich ja nicht so der Fan von reinem Wasser trinken. Also kann man schon mal machen, insbesondere wenn man viel Durst hat. Aber so auf die Dauer habe ich da gern noch ein bisschen was Süßes drin. Ja, das macht mich zu einem schlechten Mensch, ich weiß. Meine Eltern haben bei der Erziehung versagt. Immer schön auf die Eltern schieben. Ich kenne die, die hatte ich glaube ich schon mal irgendwo dabei. Ich glaube auf dem Stück Westweg. Ja, auf dem Stück Westweg hatte ich die dabei. Ja, funktioniert wunderbar. Ergibt 0,75 Liter, steht drauf. Wie gesagt, da ich die ja schon mal versucht probiert hatte, das reicht auch für anderthalb. Also doppelte Menge geht auch ganz gut. Orange kenne ich noch nicht, da bin ich gespannt. Zitrone. Ja, wie gesagt, schon mal probiert, aber hervorragend brauchbar kommt, sobald ich dann nachher aufstehe. Nach da. Ich räume das dann auch gleich weg. Was ich ganz toll finde. Grönlandwachs, also das kennt man vielleicht, das ist das Wachs für Fjällrevenklamotten. Da kann ich auch meine aktuelle Fjällrevenhose wunderbar mit einwachsen. Ich habe noch ein bisschen was rumliegen, was ich aber nicht wusste und was ich wirklich genial finde, weil mein Problem ist immer, das Ding ist mir ein bisschen zu schwer und zu groß, um es wirklich auf Tour mitzunehmen für unterwegs. Aber die gibt es ja auch in klein, hatte ich keine Ahnung. Ich habe immer nur gedacht, da gibt es nur so große Stücke.
Das macht die Sache dann natürlich erheblich angenehmer und da werde ich mir dann auch bestimmt mal mein Höslein einwachsen. Du hast gemeint, auch für den West Highland Way praktisch, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Dann nehme ich auf jeden Fall auch beide mit und dann kann man vielleicht auch einem Mitreisenden da aushelfen, der vielleicht generell ein bisschen mit Wassereinbrüchen zu kämpfen hat. Erfahrungsgemäß gibt es so jemanden meistens. Ich bin ja inzwischen, was Regenklamotten angeht, ja wirklich sehr gut ausgestattet. Wenn ich das Zeug benutze, dann meistens für unten an der Hose, weil, durchs hohe Gras und so weiter. Dann möchte ich ja nicht deswegen unbedingt jetzt Regenklamotten anziehen und man hat dann halt doch schnell unten die Hose sehr schnell durchgeweicht und die wachse ich mir unten gerne immer relativ gut zu. Da schwitzt man ja auch nicht, da ist das dann auch für die Atmungsaktivität relativ wurscht. Ja, und da eben, wie gesagt, zwei von und das kann ich hervorragend brauchen. Vielen herzlichen Dank. Und dann, wenn ich es finde, wo ist es? Wie du ja sehr richtig bemerkt hast, stehe ich auf so kleinen Gadget-Krempel und da hat er mir jetzt hier dieses Ding hier mitgeschickt. Ich würde es mal als, naja, Multitool-Beil oder irgendwie sonst wie bezeichnen. Jetzt ist das halt nicht unbedingt ultimativ großartig toll verarbeitet, aber ist auf jeden Fall extrem witzig und ich habe richtig Lust, mal auszuprobieren, was man mit diesem Dingelchen hier eigentlich machen kann. Machen wir mal ganz schnell, ganz schnell. Ich weiß, das Video wird eh viel zu lang, aber ganz schnell muss ich jetzt mal ein ganz kleines bisschen, ganz kleines bisschen. Kurzer Schnitt. So, habe hier ein ganz winziges Stückchen Holz. Ja, das ist halt mehr Gimmick als alles andere. Lustig finde ich das Teil trotzdem. Aber ja, vielleicht so. Ah! Ja, gut, das bröselt unten weg, statt dass da irgendwie. Gut, dann probiere ich das definitiv. Im Wald nochmal intensiver aus. So ist es mir jetzt gerade vielleicht so rum. Vielleicht so rum. Vielleicht so rum. Aha. Ha. Naja. Es ist ein Riss drin. Und jetzt kriegen wir das auch noch bestimmt. Aha. Ja, ich gebe es auf. Aber cool ist das Teil trotzdem. Also einfach so, auch wenn im Zweifelsfall, wenn ich sonst nichts damit mache, dann hänge ich es mir irgendwie dekorativ an die Wand. Ich finde, das Ding sieht irgendwie total ulkig aus. Jetzt für diejenigen, die das nicht in der Hand haben, es ist natürlich ein bisschen ein Problem. Deswegen mag ich das Teil trotzdem. Aber es ist ein bisschen ein Problem, dass der Kopf hier extrem leicht ist und hier unten drin im Griff halt jetzt noch ein Haufen diverse andere Sachen verbaut sind, was dazu führt, dass das Ding eher grifflastig von der Schwere ist als kopflastig. Also Kraftübertragung ist schwierig. Was man vielleicht tun könnte, wäre, wenn man den ganzen Kram hier rausklappt und dann Handschuhe anzieht, dass man das dann quasi hier unten hebt und dann einen längeren Hebel hat, dann könnte es mit der Axterei schon eher funktionieren, aber witzig auf jeden Fall und ich freue mich da wirklich drüber und ich mag ja so einen Gimmick-Krempel halt auch wirklich wahnsinnig gern und das ist schon irgendwie hochoriginell. Ach ja, was ist da jetzt noch drin? Ja, einmal Klinge. Akku ist gleich leer, aber vielleicht reicht es dafür jetzt noch schnell. Einmal Klinge, ziemlich stumpf, aber macht nichts. Säge, die ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Also die macht einen ordentlichen Eindruck. Das übliche Feile-Lineal-Tool mit,
Ich glaube, das soll ein Fischentschupper sein. Ich habe das noch nie so genau herausgefunden. Ein Kreuzschlitzschraubenzieher mit Flaschenöffner. Ja, und das war es dann auch. Ansonsten hier haben wir noch einen Hammer und dieses Loch hier, das ist halt so ein Sechskantschlüssel. So, hier ist der Akku wirklich leer. So, und das wäre es dann mit dem ersten Päckchen gewesen. Ich will nicht sagen schon gewesen. Ja, denk dir bloß kein Schon dazu. Da ist kein Schon vorhanden. ach, und ja, und da gibt es auch noch ein schönes Täschchen zu diesem Beilchen. Oh, und das Beilchen hat auch noch, das finde ich auch gar nicht mal verkehrt, noch so eine Gummikappe, die man da drauf machen kann, damit das dann eben entsprechend zu keinen Unfällen mit dem Ding kommt. Also super praktisch. Und du hast geschrieben, zum in den Rucksack schmeißen. Definitiv. Wo ist er? Da ist er. Und da kommt die jetzt auch entsprechend gleich rein. Und bei der nächsten Gelegenheit werde ich da noch ein bisschen mit rumspielen. Witzig ist das Teil also, wie gesagt, auf jeden Fall. Das ist die Hauptsache, da habe ich Spaß mit. Ich habe jetzt ohnehin, kommen wir noch zu, einen Haufen verschiedenem Kram, den ich jetzt dringend mal ausprobieren muss im Wald. Ich gucke, dass ich morgen da jetzt auch mal entsprechend notfalls bei Nacht und Nebel mich ein wenig ververlustiere. So, da werde ich wahrscheinlich noch mehr Zeug reinwerfen müssen. Ja, also da nochmal, wie gesagt, vielen herzlichen Dank hierfür. So, dann kam ein kleines Päckchen. Da muss ich jetzt auch mal auf den Zettel gucken erstmal. Und ich glaube, kann öffentlich vorgelesen werden. Dann mache ich das nämlich jetzt auch mal. Also wenn das schon extra dabei steht, dann kann ich das auch gerne entsprechend machen. Wenn ihr euch dazu nicht explizit geäußert habt, dann lasse ich es lieber weg. Hallo Ben, erst einmal vielen Dank für deine tollen Videos. Ich gehöre zu einem deiner ersten Abonnenten und freue mich jedes Mal, wenn du wieder ein neues Video hochgeladen hast. Ich kann nicht vorlesen. Ich werde besser. Abwarten. Mach weiter so. Als kleines Dankeschön habe ich dir etwas zugesendet, was du bestimmt gebrauchen kannst. Diesen Gegenstand ist dir mehr als vertraut, aber ich denke mal, in dieser Form wirst du ihn nicht haben. Auch ich benutze diese gleiche Variante für meine Mountainbike-Touren. Gerade jetzt, wenn es wieder kälter wird, kann man etwas Warmes immer gebrauchen. Zumal es im Gepäck wenig Gewicht einnimmt und nicht viel Platz braucht. Dieser Gegenstand ist für den kleinen Ausflug im Wald bestens geeignet. Die Zubehörteile habe ich selbst hergestellt, was natürlich jeder kann, inklusive des Beutels. Ich denke mal, dass ich mir eine Anleitung zum Zusammenstecken schenken kann. Ursprünglich habe ich das für mich gebaut, um meinen alten zu ersetzen, aber nachdem es fertig war, konnte ich mich von meinem Alten nicht trennen, zumal er auch nach Jahren immer noch tipptopp ist. Da kam mir die Idee, es dir zu schenken. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen aus dem Ruhrgebiet, der Oliver. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich habe die ganze Zeit rumgerätselt, warum es sich denn da bitte handeln könnte. Bin schon irgendwie auf die Idee, ja, okay, was zum Kochen wird es in irgendeiner Form sein. Und hab dann auch eben ein wenig im Päckchen gewühlt. Ich bin immer so neugierig, wenn was kommt. Ich könnte ja eigentlich mal wirklich ein Unboxing-Video machen, wo man dann, oh, hoppla, nicht eine Kamera halten, noch nicht. Wo ich dann wirklich zum ersten Mal das Zeug mir angucke. Was dann aber dazu führt, dass ich wahrscheinlich die Hälfte des Videos nur die ganze Zeit damit beschäftigt wäre, mich zu lachen und dumm zu grinsen. Da hat keiner was von. Deshalb halte ich das so auf diesem Wege für irgendwie zeiteffizienter, weil zu lange will ich euch ja dann auch nicht aufhalten mit solchen Dankeschön-Geschichten. Ja, es ist dieses Beutelchen, das lässt sich auch entsprechend zuziehen, finde ich toll. Also diesen Beutel, der gefällt mir wirklich hervorragend und man kann auch wirklich schön sehen, vielleicht in dieser Einstellung, der ist tatsächlich selbst genäht. Toll! Also, da habe ich größtmöglichsten Respekt vor. Ich hatte in der Grundschule und ich glaube dann auch noch in der Hauptschule, also ich habe ja sämtlichen Krempel auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, habe Hauptschule, Realschule, Gymnasium, alles quasi so hintereinander weg auf dem zweiten Bildungsweg absolviert. Und in der Hauptschule hatten wir auch noch ein bisschen textiles Werken und da habe ich dann, ich glaube, ich hatte immer eine 4 oder eine 5. Also,
Katastrophe. Was ja scheiße ist, das ist ja verdammt nochmal nützlich. Das sollte man ja verdammt nochmal können. Insbesondere, wenn man ja irgendwie versucht, im Outdoor-Bereich einigermaßen autark über die Runden zu kommen. Also ich kann zur Not auch irgendwie was zusammennähen. Natürlich nicht schön, aber ja, also von diesem Ding habe ich demzufolge größten Respekt. Darauf wollte ich nur hinaus. So, und was ist da drin? Der klassische S-Bit-Kocher. Wie du richtig bemerkt hast, kenne ich, habe ich, aber tatsächlich nicht in der Form. Und ich finde das wirklich genial, wie durchdacht das ist, wie du das hier gebastelt hast. Das ist, also da bin ich wirklich hin und weg. Und das werde ich auf jeden Fall in Ehren halten, dieses Teil. Ich freue mich schon richtig aufs Ausprobieren. Wirklich, wirklich, werde ich vielleicht, wahrscheinlich morgen. Also ich schmeiße ihn mir nachher auch gleich direkt in den Rucksack und der wird bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich irgendwie 5 Minuten Zeit habe draußen, wird der auch angewendet. Also so, klassischer S-Bit-Kocher, den kennen wahrscheinlich auch die meisten. So, und da drin ist jetzt normalerweise eben diese S-Bit-Schachtel mit Brennstoff drin. Aber, da befindet sich jetzt zwar auch Brennstoff drin, aber auch diverse Bauteile. Und zwar zwei solche hier. Ne? Davon eben zwei. Dann zwei mysteriöse Streichholzdöschen. Und zwei solche Bleche hier. Sehen dann so aus. Ich hoffe, man kann es erkennen, aber ich zeige euch gleich mal, wozu das gut ist. Und das Problem, was mir auch schon oft aufgefallen ist und was mich immer ein bisschen nervt, wenn man das Teil hier so zusammenklappt und dann irgendwie die Tasse draufstellt, wie es eigentlich vorgesehen ist, das geht zwar, das ist aber erstens mal wackelig, zweitens, wenn man da irgendwie versucht, da drin dann noch was anzuzünden, dann das irgendwie, wenn man zum Beispiel Birkenrinde drin hat als Starter und da dann sein Essbett draufschmeißen möchte oder irgendwas und will das mit dem Firesteel anzünden. Ich habe mir da schon oft an diesen scharfen Kanten dann einfach die Hand angehauen, weil ich meine ja möglichst nah ran will, damit der Funke auch gut trifft und so Späße. Also das sind alles so Sachen, die nerven mich ein bisschen bei dem Teil. Wenn man es ganz aufmacht zum Anzünden, dann geht das ein bisschen besser, aber nee. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ist okay, ist aber nicht Nonplusultra. Also da gibt es Verbesserungsbedarf. Außerdem weht einem der Wind rein. So, und jetzt sind diese Blechlein eben dafür da, das kann man sogar so rum machen, dass man die dann da reinstecken kann und dann ist der zu. Und das ist natürlich höchst sinnvoll und das finde ich toll. Und erstens mal sieht das besser aus. Zweitens wirkt das einfach viel professioneller, wenn man sowas hat. Und es ist ja auch für die Funktion keine Einbuße, weil der hat hier unten ja noch Löcher. Also Luft kommt ja trotzdem rein, das funktioniert. Also da bin ich sicher, absolut wunderbar. Und jetzt gibt es noch diese beiden Stege zum oben drauflegen. Und jetzt kann man eben die entsprechend, also so vermute ich, ist es gedacht, weit zueinander machen, so für kleine Becherchen oder schön auseinander machen für größere Becherchen und da kriegt man dann bis zu einem kleinen Topf halt eben so für die kleine Portion für unterwegs, für den kleinen Imbiss, kriegt man da alles wunderbar drauf und das steht auch da ja nun wirklich bombensicher. Also finde ich super raffiniert, ganz toll gemacht und du schreibst zwar, das kann jeder, aber da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich wäre da nicht auf die Idee gekommen und ich wüsste auch nicht, wie ich das hätte machen sollen. Im Prinzip ist ja ein bisschen verbogenes Metall, aber keine Ahnung, ne, da wäre ich nie drauf gekommen und wüsste auch nicht, wie ich das jetzt machen sollte. Also jetzt, wo ich es gesehen habe, würde ich es vielleicht in irgendeiner Form nachgemacht bekommen, aber ich habe auch keine Möglichkeit, mir solche Bleche zurechtzuschneiden. Keine Ahnung, wie man sowas macht. Bei sowas bin ich ja wirklich völlig blöd. Also das Teil finde ich wirklich richtig, richtig toll. Dazu noch mit diesem Beutel, das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem. Wenn die rußig sind, dann schmeißt du den Rucksack, dann ist alles andere, was du dabei hast, auch rußig. Wenn du dann halt was Empfindlicheres noch dabei hast, ist das alles so ein bisschen so eine Sache. Zumal S-Bit ist zwar nicht arg gesundheitsschädlich, aber jetzt zum Beispiel im Essen möchte man das ja auch nicht drin haben. Und deswegen mit diesem Beutel, tolle Sache. So, dann waren ja noch diese beiden ominösen Streichholzschachteln hier dabei. Also in der einen sind tatsächlich Streichhölzer, was ja durchaus Sinn ergibt. Mit denen kann man ja auch S-Bit meiner Meinung nach am besten anzünden. Ein Streichholz einfach oben drauf legen, Problem gelöst, dann brennt's. Also das finde ich ist die beste Möglichkeit, S-Bit anzuzünden. Klar geht auch mit Feuerzeug. Und ja, man kann es auch klein bröseln und vorbereiten. Und dann kann man es auch mit dem Firesteel anzünden. Aber
Nur weil man es kann, muss man es ja nicht unbedingt auf diesem Wege machen. Und das Coole ist, diese Schachteln haben jetzt genau das richtige Format. Dass hier vier kleine Esbit-Tabletten in die zweite Schachtel reinpassen. Und das passt halt alles so wirklich richtig überlegt, super ineinander. Die Bauteile zusammen mit den beiden Streichholzschächtelchen genau hier rein. Und da klappert auch nichts. Und das dann wieder da rein und ins Säckchen und fertig. Also es ist ein rundum sorglos Paket. Toll durchdacht. Ich finde das richtig, richtig, richtig super. Und habe einen neuen, ja, zumindest so vom Gefühl, neuen Lieblingskocher. Vom Gefühl. Das sage ich jetzt deswegen, weil ja, Esbit-Kocher ist ja vielleicht nicht unbedingt für riesige Kochvorhaben eben entsprechend geeignet, sondern einfach für eine Tasse heißen Tee, Suppe, irgendwie sowas. Das muss ich ja niemandem erzählen, das wissen wir ja alle. Also das finde ich schon wirklich sehr genial und selbst gebastelt ist natürlich auch toll. Also das ist schon, großen Respekt habe ich da davor, jawohl. Ja, also vielen, vielen Dank dann dafür. So, jetzt kommt das nächste. Ich glaube, das war das mit dem lustigen Zettelchen dazu. Genau. Genau. Hier stehe ich jetzt zwar nicht ausdrücklich dabei, dass ich das vorlesen soll, aber zweierlei Dinge bringen mich dazu, das nun zu tun. Denn hier steht, ich denke, das ein oder andere kannst du bestimmt gebrauchen. Und jetzt hat er hier 9 Dinge aufgelistet, die hier drin sind. Und das ist so cool gemacht, dass ich das jetzt mal in dieser Reihenfolge versuche zu präsentieren, wenn ich es noch zusammenkriege. So war es auch, als das Gepäck angekommen ist, genau in der Reihenfolge quasi von oben nach unten reingepackt, dass ich das in der Reihenfolge auch rausnehmen konnte. Also ganz genial, toll gemacht und super freundlich geschrieben. Und ich denke, ich kann auf jeden Fall, das kann ich auch gleich sagen, also das kommt vom Walking Eddie, hat auch einen YouTube-Kanal und auf den möchte ich auch noch verlinken, wenn ich dran denke. Denkt dran, Memo an mich, denkt dran, weil ja, da kann man doch auf jeden Fall darauf hinweisen. Ich erinnere mich sogar, du hattest mich nach dem Haareis gefragt, schreibst du hier auch. Ich erinnere mich sogar, ja. Also ich muss zugeben, zwar dunkel, aber ich erinnere mich. Die Haareis-Geschichte, das war so eins meiner persönlichen Lieblingsdinger, so zum Recherchieren Videotechnik. Da hatte ich richtig Spaß. Da musste ich auch zugegebenerweise noch mal ein bisschen nachlesen, weil ich zuerst gedacht habe, es wäre Kammeis. Kammeis ist ein bisschen ein ähnliches Prinzip. Da gefrieren quasi die Kapillaren im Boden. Also so winzig kleine, ganz dünne Röhrchen quasi, die es im Boden gibt, also in der Bodenfeinsubstanz, und in denen ist auch Wasser eingelagert. Und wenn die gefrieren, also diese hauchdünnen Röhrchen quasi, dann quillt da ja auch eben dann entsprechend das Eis oben raus, weil der Boden ist ja schon so fest, dass das bisschen Wasser, was da drin ist, jetzt nicht in der Lage ist, die Erdmassen zur Seite zu drücken. Deshalb quillt es nach oben und dann bekommt man aus dem Boden raus auch so Eisfädelchen, die auch so ein bisschen so ähnlich aussehen wie das Wolleis, aber nicht ganz so fein. Und weil mich das halt eben ein bisschen irritiert hat, musste ich zu diesem Video wirklich ganz schön erstmal noch ein kleines bisschen recherchieren, dass das kein Kammeis eben sein kann, sondern tatsächlich dann was anderes ist. Und ich weiß nicht, ob ich dazugegeben hatte, dass ich das recherchieren musste. Ich weiß ja auch nicht alles. Aber ich kann halt eben im Gegensatz zu den meisten Leuten mit deutlich weniger Aufwand sowas dann oft auch rausfinden, wenn ich es jetzt mal nicht weiß. Naja, das jedenfalls zusammen mit dem Kammeis und wie gesagt auf deinem Kanal unbedingt verlinken. Und dann hier eben diese 9 Dinge, das ist so cool gemacht. Da du ja in Schweden Bock auf Currywurst hattest und ich aus dem Ruhrgebiet bin, habe ich dir mal eine eingepackt. Und ich liebe diese Dinger, also tada!
Da stehe ich total drauf, diese Dosen-Currywürste. Und das ist außerdem eine Sorte, die ich noch nicht kenne. Was Currywurst angeht, habe ich wirklich. Ich habe gedacht, ich hätte jede gegessen, die es gibt. Also vor allen Dingen auch jede Fertig-Currywurst, weil ich das halt so ansprechend finde, wenn man die irgendwie mitnehmen kann. Und ja, wie gesagt, ich habe gedacht, ich hätte inzwischen jede gefuttert. Nein, habe ich nicht. Die hier kenne ich noch nicht. Fennig-Dauerwaren. Muss ich mich mal schlau machen, ob es von denen irgendwie, beziehungsweise wie man da drankommt, wenn die gut ist, da könnte man sich vielleicht eventuell mal. Kann aber natürlich sein, dass das jetzt was Lokales bei dir ist, was da nur da gibt. Moment. War das nicht der Vorgänger oder? Ach nein, das warst du. Genau. Du warst derjenige, der sich ein Ben-Video wünschen würde, auf dem der Ben auf dem Brocken ist. Also in dem der Ben. Das stimmt, da muss ich wirklich mal hin. Dringend. Dringend, da rennst du eigentlich fast schon offene Türen ein. Ich habe jetzt in nächster Zeit jetzt tendenziell wieder mehr Zeit. Jetzt kommen gerade nicht so viele Videos, das liegt aber nicht daran, dass ich keine Zeit habe, sondern weil ich noch diverse andere Projekte halt laufen habe, die auch durchaus was mit meiner Waldaktivität zu tun haben. Aber. Ja, so ein Besuch vom Brocken wäre vielleicht sogar drin, mal so als kleine, längeres Wochenendetour, so 3 Tage oder was. Ah, das wird mich schon reizen. Da muss ich mal gucken. Da muss ich mal gucken. Ja, aber zurück zur Currywurst. Das ist natürlich ganz, ganz toll. Brocken, ja. Freue ich mich wahnsinnig drüber. Die wird auch nicht lange halten. Die ist bald weg. Kannst du sicher sein. So, dann zweitens. Die andere Dose ist der Nachtisch. Schokoladenkuchen. Ich hatte schon mal so einen Dosenkuchen irgendwie probiert. War auch gut. Also finde ich mal richtig cool. Das ist ja wirklich eine vollständige Mahlzeit. Dazu vielleicht noch ein Stockbrot oder so einen schönen Brotfladen auf dem heißen Stein oder irgendwie zur Currywurst. Oh, und dann eben das dann noch hinterher. Also das werde ich genauso werde ich das verzehren beim nächsten längeren Outdoor-Aufenthalt. Wenn ich nicht vorher noch meinen Cheeseburger aus der Dose vom letzten oder vom vorletzten Mal, ich glaube, es war vom vorletzten, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich hatte auch noch einen Cheeseburger aus der Dose bekommen. Den habe ich noch immer nicht geschafft zu futtern, aber der muss auch bei der nächsten Tour mit Bedürfnis nach Nahrung kommt der weg. Wobei, ehrlich gesagt, die letzte Tour mit Bedürfnis nach Nahrung war vorgestern, aber da hatte ich zwei Leutchen dabei, die ich schon lange nicht gesehen habe, und da haben wir halt einfach gemütlichen Abend, so ein bisschen mit Feuerchen und Stockbrot. Da bieten sich halt einfach so Sachen an, die man wirklich so lange, über längere Zeiträume dann halt eben am Essen ist. Stockbrot Deluxe mit Salami-Füllung und Käsefüllung, und theoretisch gab es noch Schinken, wollte aber keiner. So, ein bisschen Licht schadet auch nicht. Tada! Knicklicht samt Strippe zum Umhängen. Ich stehe auf Knicklichter, finde die toll, freue mich auch sehr drüber. Werde ich, glaube beim. Schmeiße ich mir gleich in den Rucksack. Schmeiße ich mir gleich in den Rucksack. Bei der nächsten Gelegenheit, wenn es dunkel wird, und das ist in letzter Zeit ja ständig der Fall, kann ich mal wieder ein bisschen mit Knicklicht Positionsleuchte machen. Ich stehe auf die Teile. Im Grunde. Ja, eine Taschenlampe ist 10-mal besser. Aber trotzdem, ich finde die cool. Einfach dieses chemische Licht. Und noch mehr Licht. Kommt auch gleich in den Rucksack. Vorrat tut mir nicht weh. So. Zwischendurch zur Not mal ein Wässerchen. Das sind so Trinkwasserkonserven, die kenne ich auch. Habe ich auch ein paar hier rumliegen, kann man aber nie genug von haben. Ja, klar, es ist Plastik mit 100 Milliliter Wasser drin. Aber ich finde die cool, weil man kann sie sich mal ebenso in den Rucksack schmeißen. Und dann hat man immer so eine kleine Notreserve dabei. Irgendwann wird mein Rucksack im Grundzustand irgendwie schon ziemlich schwer. Aber ich finde die cool, und ich finde ja vor allen Dingen, das Wasser darin schmeckt irgendwie gut. Also mir.
Vielleicht ist es auch einfach der psychologische, und mit ziemlicher Sicherheit ist es der psychologische Effekt. Aber so wirklich als Notre als eine Reserve, wenn man gerade gar nichts zu trinken und furchtbar Durst hat, das kommt bei mir schon häufiger mal vor, weil irgendwas ist, man konnte keine große Flasche mitschleppen, dann kann man sich so ein Ding auch mal in die Hosentasche stecken oder zwei. Ah, die sind schon sehr praktisch. Die sind schon praktisch. Und wenn die Currywurst nicht gereicht hat, machst du dir aus dieser hier ein leckeres Süppchen. Und da bin ich wirklich extrem gespannt, weil ich weiß wohl, dass man früher Erbswurst hatte. Das weiß ich wohl. Aber ich habe die noch nie probiert und das ist irgendwie völlig an mir vorübergegangen, dieses Lebensmittel. Ich habe es mir auch oft schon in die Kommentare geschrieben und ich habe da auch schon viel jetzt drüber nachgedacht, dass ich das unbedingt mal probieren soll. Zubereitung für einen Teller 250 Milliliter, ein Teilstoppstück in einem Topf zerdrücken. Woher weiß ich, was ein Teilstück ist? Ist die irgendwie perforiert? Oh, tatsächlich, das fühlt sich so an, ja. Ah, das ist ja raffiniert. Und mit 250 Milliliter kaltem Wasser verrühren, zum Kochen bringen, 3 Minuten kochen, fertig. Und das ist wohl, also wie gesagt, das ist mir völlig neu. Das kennt wahrscheinlich jeder außer mir, aber das ist wohl eine Erbsensuppe mit Speck. In dieser praktisch, extrem praktischen Wurstform finde ich sehr cool. 71% Erbsmehl, 7% geräucherter Speck, Speisesalz, Geschmacksverstärker, Gott sei Dank. Ja, Geschmacksverstärker ist unglaublich böse, bla bla blub, aber ich brauche den. Salz, Palmöl, Aromen, Hefe gesagt, noch mehr Geschmacksverstärker, hervorragend. Stärke, auch gut. Geräucherte Hefe, prima. Kurkuma, Raucharoma, klingt toll. Kann Spuren von Gluten, Milch, Ei und Sellerie enthalten. Sellerie mag ich zwar nicht, aber ansonsten ist mir das wurscht. Und da bin ich extrem gespannt. Erbsensuppe mag ich eigentlich. Ich war mal in Berlin so einen Bunker besichtigen, so einen Atomschutzbunker, der im Prinzip völlig sinnlos ist, weil er niemals geholfen hätte, wenn es dazu gekommen wäre, das, aber egal. Jedenfalls kurze Anekdote, die hatten unglaublich viel Auswahl in ihrer Speisekammer. Es gab Linsensuppe und sie mögen keine Linsensuppe, kein Problem. Wir haben auch Erbsensuppe. Großartig, also so riesige Dosen. Und der Bunkerführer war der Meinung, das Zeug stammt zwar aus dem Kalten Krieg, ist aber bestimmt noch gut, kann man garantiert noch essen. Ich gebe ihm recht, ist wahrscheinlich wirklich so. Ja, Erbswurst, jetzt endlich mal. Sehr cool, vielen herzlichen Dank. Und jetzt kann ich endlich mal überprüfen, was all die Kommentareschreiber dazu schon gesagt haben. So, noch eine Dose für zwischendurch. Coca-Cola hatte ich neulich schon mal bekommen, habe ich jetzt richtig Vorrat, hervorragend. Ich mag das Zeug, das ist lecker. Schokolade ohnehin. Ich habe ja noch ein paar Kilo Schweizer Militärschokolade. Also da, ja. Da bin ich erstmal versorgt. Kann ich auch beim nächsten möglichen Waldaufenthalt, wo irgendwelche Frauen zugegen sind, reichlich Schokolade verteilen. Dann werde ich mal ein bisschen was los und mache mich beliebt. Karma-Punkte ist auch gut. So, jetzt kommt's. Das ist so mein persönliches Highlight. Nicht böse gemeint für alle anderen. Alle anderen haben ja auch tolle Sachen. Das ist ja auch großartig. Aber, das kann ich richtig, richtig gut gebrauchen. Und da freue ich mich extrem drüber. Ich habe die mal beim Benjamin Klausner schon gesehen. Hatte keine Ahnung, dass es sowas überhaupt gibt. Und war da auch schon ziemlich überzeugt und habe schon überlegt, ob ich mir das irgendwie zulegen soll. Gut, dass ich nur überlegt habe, weil das sind ich vermute mal, die Gamaschen der Schweizer Armee. Die Schweizer Armee hat Gamaschen, hat die Bundeswehr nicht, dass ich wüsste zumindest. Und die sind mal so toll, die wirken erstens mal extrem hochwertig verarbeitet. Bütika, Bütika 95, muss aus der Schweiz sein. Muss. Kann nicht anders. Haben hier so einen Gummi-Einsatz. Das heißt, die passen wunderbar, also unten eben um den Stiefelschaft,
passen sich da auch an, habe ich schon auch anprobiert. Passt auch bei mir, passe ich noch gut rein, ohne dass es unangenehm ist. Was nicht so einfach ist, weil ich habe tatsächlich noch alte Gamaschen rumliegen. Die kann ich aber nicht mehr anziehen, weil ich zu dicke Unterschenkel bekommen habe. Nicht wegen Speck, sondern tatsächlich Muskulatur, Gott sei Dank wenigstens. Die passen mir nicht mehr. Die sind so eng, das ist echt unangenehm beim Laufen. Und in die hier passe ich echt gut rein. Und die haben hier unten noch so einen schönen Riemen, mit dem man so unten am Schuh festmachen kann. Der geht auch ganz ab und der ist auch lang genug, dass es bei mir eben auch passt. Bei mir ist ja alles eben jetzt nicht ganz klein. Das ist es halt eben das Problem. Auch wie gesagt bei den anderen Gamaschen, die ein bisschen eng sind. Und dieses Material ist interessant. Also was das hier außen ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Schimmer. Aber toll finde ich diesen Gummibesatz an der Ferse. Also nochmal so als zusätzlichen Schutz im Gelände. Und ich glaube, der Benjamin Klausner hat da auch getestet. Und da gehen so gut wie überhaupt keine Dornen durch. Also wahrscheinlich wirklich gar nicht. Also das kann ich super, super gebrauchen. A, mal bei Kackwetter. Wenn eben die Hosenbeine unten nass werden. Ich habe es ja schon beim Fjällrevenwachs erwähnt. Die wachse ich mir dann gerne ein, damit halt da eben nicht immer alles durchweicht. Und klar, Gamaschen ist natürlich der Ausrüstungsgegenstand der Wahl, den man da auch sehr einsetzen kann. Und gerade eben, wenn es mal wieder durch die Brombeeren geht, das kommt ja bei mir auch häufiger vor, dann ist das natürlich nochmal ein toller zusätzlicher Schutz gegen die üblichen verkrusteten Beine hinterher. Also so eine, nochmal die üblichen Bundeswehrhosen, die ich hier anhabe, diese Moleskin-Hosen, die sind, glaube ich, noch wirklich die beste Hose, wenn es darum geht, durch die Brombeeren zu stapfen. Also solange man jetzt nicht gleich eine Schnittschutzhose und so richtig krasses Hardcore-Zeug anziehen möchte, was viele 100 Euro kostet, gefühlt. Aber fürs Preis-Leistungs-Verhältnis ist das somit die beste Hose, die es da gibt. Aber auch da gehen natürlich mal ein paar Dörnchen durch und hier halt offensichtlich nicht. Passt toll, gut gehenden, leicht gehenden Reißverschluss. Die Farbe gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, die passen auch toll. Also da bin ich begeistert. Also ganz ehrlich, das ist ein tolles Geschenk. Also die wirst du häufiger mal an meinen Füßen, an meinen Beinchen zu sehen kriegen, die Dinger. Die gefallen mir ausgezeichnet. Ganz tolles Geschenk. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Also kann ich ganz, 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 ganz toll gebrauchen. Nicht, dass die anderen Geschenke nicht toll sind, aber das mal, ich hoffe, ihr könnt damit leben, ihr anderen, dass ich das wirklich extrem gut gebrauchen kann. So, Punkt 9. Und wo kommt das Ganze jetzt rein? Das finde ich auch extrem genial, ist nämlich dieser Rucksack hier. Ich habe keinen Schimmer, was das jetzt für ein Rucksack ist. Wirklich überhaupt nicht. Habe ich noch nie gesehen. Sieht schon auch so aus, also mal abgesehen vom Flecktarnmuster ist ja auch noch so ein interessantes so ein Aufnäherle dran, was das weist ja schon meistens in irgendeiner Form auf Militärherkunft oder gefakte Militärherkunft hin, aber oh ja, hier ist auch noch mal so ein Aufnäher schon ganz verwaschen, also das wird sicherlich auch irgendein Militärgegenstand sein und im Prinzip, na ja, man kann es gut von der Rückseite sehen, das ist quasi so ein Stöffle, auf das nach vorne so ein paar Täschle aufgenäht sind. Also ganz, wenn man das jetzt entsprechend aufzieht, schmiegt sich das richtig schön an den Rücken an. Und, na, wo ist er? Da ist er. Erinnert auch ein bisschen an das Koppeltragesystem der Bundeswehr. Also ich frage mich echt, von welchem Militär das denn ist. Ich glaube, das ist sogar, kann man da nicht sogar das Koppeltragetaschen da dran machen? Ich weiß es nicht, aber jedenfalls, wenn das Ding jetzt noch leer ist, liegt das super eng, wirks an. Und gerade für so leichtere Sachen und so Kleinigkeiten zum Einkaufen gehen, würde ich jetzt sagen, würde ich den gerne hernehmen. Wenn ich gerade einmal geschwind runterfahre in den nächsten Supermarkt mit dem Rad und da finde ich den mal richtig, richtig, richtig praktisch. Weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, dass da... Klar, man kann natürlich auch das ganze Zeug reinmachen, was du mir geschickt hast. Das geht auch. Selbstverständlich. Da sind auch noch so zwei Flaschenhalter. Also gerade für so einen kleinen Einkauf, eben auch noch mit ein bisschen zwei Fläschle zu trinken. Schwarzes Wasser. Passen da auch noch gut rein. Also das finde ich sehr gelungen. Und gerade für so einen kleinen Einkauf mal eben, oh, es fehlt noch ein paar Kleinigkeiten zum Mittagessen. Tipptopp. Super toll.
Und vor allen Dingen, was auch noch schön ist, wenn ich jetzt irgendwie mit einem großen Rucksack unterwegs bin, dann kann ich mir den hier auch relativ problemlos dann noch in den kleinen Rucksack mit großen Rucksack mit reinpacken, so quasi als Zusatzrucksack, wenn ich nicht mit dem Trekkingrucksack in der Stadt rumlatschen möchte. Also tippitoppi. So, und dann, nun, viertes Paket. Da musste ich auch erstmal lachen, weil ich hatte ja das Care-Paket aus der Schweiz. Das Care-Paket aus der Schweiz, da war ja auch der Notkocher 71 dabei. Und ich kann es jetzt nicht zuordnen, ob das vielleicht sogar du gewesen bist, der sich vielleicht jetzt angesprochen fühlt. Insbesondere, da war schon wieder Dinge in die Kamera ragen, die da noch gar nicht zu sehen sein sollen. Schon wieder. Ah! So, jetzt. So ein Notkocher 71, ich hatte ja erzählt, der reicht so, ja, für 3 Dosen Ravioli oder was. Und Tässchen Tee dazu. Und dann ist er mehr oder weniger leer und da bleibt noch so ein kleiner Glipperrest zurück. So, und ich weiß, dass irgendwer in die Kommentare geschrieben hat, da weiß ich jetzt halt nicht, ob du das gewesen bist, dass man den auch wieder auffüllen kann mit irgendwas auch immer. Ne? So, und jetzt, ich lese kurz nach. Ja, genau. In der Hoffnung, dass du nicht weiter mit Spiritus in deinem Zelt rumzündest. Einen großen Schluck Brenngel, damit du mit dem M71 im Urlaub als Alternative, den Urlaub als Alternative nutzen kannst. Großen Schluck Brenngel. Also, wir müssen uns wirklich mal über Größenordnung unterhalten. Ein bisschen Schokolade neulich, ne? Die gefühlten 50 Tafeln Schweizer Militärschokolade da. Ne? Und hier ist es diesmal übrigens auch Schokolade dabei, aber das ist eine Menge, mit der kann ich arbeiten. Also ganz ehrlich, damit kann ich echt arbeiten. Ich habe schon die Joghurts habe ich rausgegessen. Die Joghurts sind mir am liebsten. Also kennt man hier, ne? Die Rittersport Minis. Meine persönliche Lieblingssorte, also gerade bei diesen Mini-Dingern, Joghurt. Die anderen mag ich auch alle gerne. Alle durch die Bank. Aber am allerliebsten. Ja, zurück zum Brenngel. Ein Schluck. Ein Schluck. Das ist ein Schluck Brenngel. 2 Liter. Ja, sehr cool. Also ich habe mit diesem Zeug noch überhaupt keine Erfahrung. Gar nicht. Habe ich nie ausprobiert, nie mit rumgezünselt. Ich finde das irgendwie faszinierend, wie sich das so träge da drin rumbewegt. Wenn ich mal ein M71 da leer habe, werde ich auf jeden Fall mal mit dem hier auffüllen und dann mal gucken, wie das entsprechend funktioniert. Und ich bin extrem gespannt, weil, kenne ich nicht. UN 1987. Das wird irgendeine Norm sein wahrscheinlich. Keine Ahnung. Speziell für Gelbrenner und Feuertöpfe. Klingt gut. Klingt gut. Vielleicht kippe ich das auch mal in irgendeine Schüssel und probiere das einfach mal aus. Kann man das Indoor benutzen? Wahrscheinlich schon, hä? Ja. Habe ich. Da fällt mir jetzt aber wirklich kein geeignetes Gefäß ein. Wenn ich das in den Trangia gebe, ist er hinterher erstmal eine Weile dreckig. Das geht nicht. Machen wir. Draußen. Draußen später. Aber toll, also mit dem Vorrat komme ich eine Weile zurecht. Und das Witzige ist, ich habe heute Morgen, also das ist jetzt das, wie gesagt, das letzte Paket, das ist heute erst gekommen. Heute Morgen habe ich erstmal meine verschiedenen Brennstoffe-Vorräte, Vorrat ein bisschen ausgemüllt und mal ein paar Flaschen zusammengekippt, weil ich zum Beispiel 2 halbe Flaschen Benzin noch hatte. Habe ich jetzt alles mal zusammengefüllt und habe jetzt 3 Flaschen entsorgen können. Das heißt, ich habe da jetzt wieder Platz und habe mich schon gefreut. Ha, mal wieder ein bisschen Platz im Regal und jetzt kommst du. Ja gut, macht nichts. Ich habe gar jetzt den Platz. Jetzt habe ich den Platz halt nicht mehr. Das ist ja durchaus eine
etwas, womit ich leben kann, dass der Platz jetzt weg ist. Und jetzt habe ich Lust auf Schokolade. Knusperkeks. Nee, Knusperflakes. Knusperflakes ist gut. Kleine Schokopause. So, für Notfälle. Und ganz ehrlich, den kann ich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht gebrauchen. Der gute Heidegeist. Ich finde das Bild auch schön mit dem Schäfer und im Hintergrund sieht man die Heidschnucken. Also das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, dass das Heidschnucken sein sollen und nicht irgendein 0815 Schaf. 50% Alkohol. Oh. Also ich mag ja so starkes Zeug durchaus mal hin und wieder. Das, was ich halt dann so schön finde bei diesen starken Sachen, dieser Abgang, dieses Nachbrennen sozusagen, diese Wärme, die dann da aufsteigt, das ist auf jeden Fall was Gutes. Hab gesehen, hergestellt in Rinteln. Auch schön. Nach Rinteln muss ich mal. Also da hat mein Großvater ja zuletzt, der Professor Düxen, zu dem gibt es da auch einen Weg und der ist da auch Ehrenbürger. Hat da zuletzt gelebt, deshalb, da muss ich jetzt mal hin und mir auch mal seinen Wald da angucken. Der hat da einen Lieblingswald gehabt, weiß genau, wo der ist und ja, kommt auch noch. Trinke ich den jetzt? Nein. Also mal ein Schlückchen vor der Kamera, okay, aber hier so ein Schnaps, das weiß ich nicht, das lasse ich mal aus pädagogischen Gründen jetzt lieber sein. Außerdem hast du geschrieben, der macht blind, deshalb nur einer. Erinnert mich gut, da muss ich an meine Studentenzeit denken, was blindmachenden billigen Alkohol angeht. Also nicht, dass dieses Zeug jetzt hier billig ist, das sieht ja eigentlich durchaus sehr professionell aus. Aber was wir da hatten, das hat definitiv blind gemacht. Ist mir egal, mein Vater ist Augenarzt, hieß es dann in der Regel. So, zwei kleine, aber feine, sehr interessante Dinge. Einmal Nadel mit Wachsgarn zur kleinen Reparatur, wenn irgendwas unterwegs reißt. Und man kann dieses Garn wohl auch als Docht verwenden, hast du geschrieben. Jetzt lese ich nochmal nach. Einen nicht ganz so schlechten Sägedraht, zeige ich euch gleich. Ebenfalls für deine EDC-Dose. Eine Nadel mit gewachsten Faden, falls beispielsweise sich die Naht an deinem Rucksack unterwegs auflöst. Im Fall eines Falles kann der Faden auch als Ersatzdocht oder gleich als Brennmaterial genutzt werden. Ja, finde ich genial. Habe ich so auch wirklich nicht und das kommt auf jeden Fall in meine EDC-Dose. Definitiv. Ich habe eine Nadel drin. Was ich aber nicht habe, ist eine Nadel mit so einem coolen Faden drum, das Ganze gleich so kompakt, schön verpackelt und wirklich so winzig klein, das passt da wirklich super in meine Dose. Das packe ich mir nachher rein, aber definitiv. Also das ist toll, Dankeschön. Kleinigkeit, aber toll. Und das muss irgendwie selber gemacht sein, der nicht ganz so schlechte Sägedraht. Das ist ja tatsächlich in der Regel so, dass diese Sägedrähte oft, naja, wenig bis gar nichts taugen. Und der hier macht definitiv einen richtig scharfen Eindruck. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man damit was durchgesägt bekommt. Sieht so selbstgemacht aus. Man kann den mit so einem Schräubchen und Mütterchen hier, ist der zusammen befestigt. So einen kleinen Schraubenzieher habe ich eigentlich immer dabei, das ist kein Problem. Das würde man wahrscheinlich aber auch mit der Hand aufkriegen, wenn man sich viel Mühe gibt. Ja, geht. Geht. Will ich jetzt ja gar nicht aufmachen, aber wenn ich den noch in der Dose unterkriege, muss ich mal gucken, vielleicht schmeiße ich sonst zur Not noch irgendwas anderes raus. Ich muss da eh mal wieder optimieren. Das wird Zeit, dass ich da mal wieder optimiere und nochmal ein bisschen Verbesserungen einbaue und so weiter. Schokolade. So, und dann haben wir es fast. Ich soll mir meinen Obinel Explorer nicht mit Batonien kaputt machen und deswegen hat er mir hier noch ein etwas brachialeres Werkzeugchen eingepackt. Und da muss ich sagen, ich stand da auch schon davor und habe aber gedacht, hör auf, so viel Quatsch zu kaufen, kriegst du wieder nur Ärger von jedem, der das mitbekommt.
dem Weiblichen, der das mitbekommt. Also, lass es lieber sein, aber eines Tages brauchst du so einen Teil. Besagter Tag ist heute. Das ist ein Stechbeitelmesser. Sehr, 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 sehr cool. Durchaus eine gute Gebrauchsschärfe. Alles andere wäre auch Unsinn, wenn das Ding Rasiermesser scharf wäre. Das ist Blödsinn, dann ist es ja sofort stumpf, wenn man da entsprechend drauf einprügelt aufs Holz. Werde ich dann ausprobieren, wenn ich auch diese lustige Miniatur-Axt ausprobiere. Dazu trinke ich eine Wasserkonserve und mache mir auf dem Esbit-Kocher ja, vielleicht sogar die Currywurst warm. Oder halt den Dosen-Cheeseburger, der steht halt echt noch aus. Den muss ich demnächst jetzt mal essen. Der ist schon. Nicht, dass der schlecht werden würde, aber da habe ich auch das Bedürfnis. Vielleicht wäre das mal eine Option. Dazu vielleicht dann noch die Gamaschen anziehen und damit es im Lager gemütlich ist, die Filzpantoffeln. Wer die noch kennt, drüben liegen sie. Ich hole sie jetzt nicht extra her. Ich habe jetzt noch die Stiefel an, weil ich eben erst von draußen reingekommen bin. Jetzt habe ich auch eine Jacke an. Normalerweise habe ich ja keine Jacke im Keller an. So kalt ist es jetzt noch nicht draußen. Später braucht man die mal irgendwann. Ich habe ja keine Heizung, aber das heißt, ich habe schon eine Heizung, aber die braucht so viel Strom, dass ich die nur anschmeiße, wenn Damenbesuch. So, ja, dann haben wir es, glaube ich. Ach nein, natürlich haben wir es nicht. Da ist ja noch dieser Sack. Das ist auch richtig cool, da freue ich mich auch enorm drüber. Das ist ein wasserdichter Packsack. Ich glaube 40 Liter oder. Ist immer nicht so schwer zu sagen, wie viel Liter diese Rollsäcke eigentlich haben. Weil aufgerollt sind die ja nochmal erheblich größer als zusammengerollt. Und das ist ja auch gerade das Coole bei den Dingern. Wenn man da nur was vergleichsweise Kleines reinschmeißt, dann rollt man sie halt bis unten zusammen und dann sind sie halt eben nur halb voll, aber trotzdem ein kompakter Gegenstand, weil halt eben dank diesem tollen Rollverschluss. Ich glaube, ich habe sogar schon mal gesagt, dass ich nicht so viele Rollgegenstände habe, also so Rollverschlusssachen. Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Das ist, glaube ich, also kein Zufall. Ich muss wirklich aufpassen. Jedes Mal, wenn ich sage, dass mir irgendwas fehlt, dann kommt es per Post. Ihr seid so durchgeknallt, alle, echt. Aber jedenfalls, ja, Rollverschluss kennt man, ne? Kann man einfach immer aufrollen, weiter aufrollen, noch weiter aufrollen, noch weiter aufrollen, bis halt das dann eben schön verpackt ist, was drin ist. Und durch diese Rollerei wird das dann auch wunderbar wasserfest. Ob man das dann jetzt im See hinter sich herziehen kann, schwimmenderweise, das weiß ich nicht. Aber Regen kann dem garantiert nichts anhaben. Ich glaube, ich werde den hauptsächlich. Ich habe seit kurzem erst noch ja, jetzt ein Trekkingrad und ich habe da noch so relativ einfache Radtaschen, also noch nicht die guten Ortlieb-Taschen, die eigentlich so ziemlich jeder hat, der ein Trekkingrad hat und damit auch wirklich weit fahren möchte. Was ich aber bei meinen aktuellen Radtaschen noch gut machen könnte, wenn ich dann einen entsprechenden Gegenstand hätte, habe ich jetzt, ist oben noch was draufschnallen und einfach mit so Gummigurten dann noch befestigen. Und dafür wäre dieses Ding hier einfach wunderbar geeignet. Gerade wenn ich noch mal größere Mengen einkaufen gehe mit dem Fahrrad, Getränke oder irgendwie sowas. Schwarzes Wasser. Und ja, doch. Also das Teil, super toll. Das kann ich auch wirklich ganz hervorragend gebrauchen. Und ich hatte wirklich noch überhaupt nichts, also in der Größenordnung schon gar nichts, Vergleichbares. Tolle Ergänzung von meinem Gerümpelregal. Für Klamotten ist das auch sicher super. Wenn man sich da einfach ein paar Klamotten reinschmeißt, so für keine Ahnung, irgendwelche, vielleicht auch mal eine längere Reise mit dem Auto oder mal ein bisschen was in die Zivilisation geht. Das kommt ja auch vor. Ich muss dringend nach Rom. Ich muss wirklich dringend nach Rom. Nicht wegen unbedingt hier dem Papst einen Besuch abstatten, sondern halt eher wegen hier den ganzen Römern, also die historischen Römern, Antike und so ein Krempel und so weiter und so fort. Ich war noch nie in Rom. Große Bildungslücke. Da muss ich wirklich dringend mal hin und mich da mal ein wenig für verlustieren. Da wäre dann so ein Sack gut, so zum Klamotten transportieren oder ähnlichem. Doch, 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 doch. Doch, doch, doch. Ja. Video lang genug.
Aber ich wollte mich jetzt auch nicht beeilen. Es soll ja jeder entsprechend auch ein relativ ausführliches Dankeschön bekommen. Und wenn das jetzt halt vier auf einmal sind, dann ist es halt eben ein entsprechend langes Dankeschön-Video. Das ist mir auch, ja, ist ja auch für euch gedacht, die ihr eben entsprechend euch angesprochen fühlt, bitte. Und nicht so sehr für die anderen, wenn die das auch gucken mögen. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Aber gedacht ist es ja schon für diejenigen, die sich hoffentlich angesprochen fühlen. So viel Zeug. Brauche ich ja richtig lange, bis ich das alles verräumt habe. Den hier schmeiße ich mir auch nachher noch in den Rucksack. Ich muss nur erst schon wieder schön zusammenfriemeln. Das geht gerade einen Moment. Und ich glaube, den Heidegeist, ja, den schmeiße ich mir auch in den Rucksack. Wenn einem irgendwelche Gedanken kommen, die man nicht haben möchte im Wald, dann Heidegeist, Gedanken wieder da, wo sie hingehören, nämlich im Wald halt eben. Das ist immer das Problem. Wenn die Gedanken im Wald, aus dem Wald herausdriften und Themen anschneiden, die nichts mit dem Wald zu tun haben und meistens unerfreulich dann sind, dann hilft Heidegeist, hoffe ich. Ja, also, jetzt machen wir es aber kurz. Vielen, vielen herzlichen Dank euch vier. Ihr seid alle durchgeknallt. Also im positiven Sinne. Ne? Aber jetzt habt ihr das echt übertrieben. Jetzt habt ihr das wirklich, wirklich übertrieben. Es langt jetzt mal. Also wirklich. Ei, 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 ei. Macht's gut. Ciao.